Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 10. Oktober 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Und natürlich, wie geht es dir dabei? Und wie du jetzt auch weißt, also wir haben heute einen besonderen Datum. Also 10.10. Das klingt auch schon so magisch. Also die zwei Doppelzahlen, also da kommt die 1 vor, die 0 vor, 10. 10. Also die Synchronizität erkennst du auch in diesem Zahl und auch die Energie. Und ich bin genauso gespannt, welche Energie dieser Tag für uns bringt. Und wir hatten gestern den Neumond in Waage. Und wie du siehst, auch ich habe hier meine riesengroße Fußschale mitgebracht. Die ist gigantisch groß. Also 12,5 Kilo wiegt das Teil hier. Und ich habe hier mein kraftvolles Ritual gestern Abend durchgeführt. Und wenn du das nächste Mal gerne dabei sein möchtest, kannst du dich ja selbstverständlich dazu anmelden. Ich wollte aber die Klangschale extrahier lassen, damit du auch ihre Energie spürst. Die Energie ist noch hier vorhanden von gestern Abend. Und ja, freue mich, dass du daran teilhaben kannst. Also ich habe hier schon die Karten gemischt und gezogen, aber bevor ich damit beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und in ihre Energie eintauchst. Allerdings, ich habe auch hier ganz viele Zettelchen in diese riesige Klangschale, die zeige ich dir auch. Und ich danke euch allen, die mein Video geteilt haben gestern und kommentiert haben und die das mitmachen. Und als Dankeschön jetzt eine persönliche Beratung bei mir gewinnen. So, dann schließ mal bitte deine Augen und tauche einfach in ihre Energie hinein. Ich hoffe, du konntest auch wunderbar entspannen. Und bist du bereit für die Botschaften? Schau mal, da sind die Zettelchen drin. Und ich ziehe eine Zettelchen jetzt. Bitte um ein Zettelchen. Also der Gewinner oder Gewinnerin ist die Nixolle 22. Nixolle 22, du meldest dich bei mir. Also du kannst mir gerne eine E-Mail über meine Webseite schreiben, dann weiß ich auch, wer du bist natürlich und dann beantworte ich dir und wir suchen einen gemeinsamen Termin für die Beratung. Ja, freue ich mich für dich. Herzlichen Glückwunsch.
So, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet wunderbar entspannen und seid ihr bereit für die Botschaften. Die erste Karte ist der Mond. Intuition, innere Führung, ich bin grenzenlose Quelle. Das ist die Karte, die übergeordnete Botschaft für euch beide. Und dazu auch gerne hier die Meditation. Ich lege meine Hände auf meinen Bauch. Ich verbinde mich mit den silbernen und bläulichen Licht des Mondes. Ich atme silbernes Licht in mich herein. Und mit dem Ausatmen dehne ich es in mir und um mich herum aus. Ich spüre, wie ich mich mehr und mehr in mich hinein entspanne, wie der Raum in mir weiter wird und heller. Die unbegrenzte Kraftquelle in mir beginnt zu sprudeln in reinstem Lichtwasser. Ich kann tief auf dem Urgrund meine Seele schauen. Was ist versunken? Was schlummert in mir? Was möchte heilen? Was möchte entdeckt und geborgen werden? Ich lasse den nächsten Impuls aus der Tiefe meines Seins wie Wasserblasen in mir aufsteigen. Ich vertraue meinem Gefühl, auch wenn ich es nicht erklären kann. Meine Intuition ist klar und führt mich sicher auf meinem Seelenweg. Das ist für euch beide die Meditation. Und ja, du kannst dir auch selber sagen, ich vertraue meinen Eingebungen, meine Intuition ist stark, hell und führt mich auf meinen Seelenweg. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das Richtige zu tun. Ich bin verbunden mit allem Sein. So, meine Lieben, das war für euch beide, also das war eine sehr, sehr kraftvolle Meditation und Karte. Und jetzt beginne ich hier mit der Seite deines Seelenpartners. Und der bekommt die Karte Künstler. Ich begleite dich in deine Kreativität. Deine Werke sollen erblühen. Also es geht hier um einen Tagestendenz, um eine Tagesbotschaft, um eine Tagesenergie. Und lese ich trotzdem hier die Bedeutung vor. Ja, ein Mann erscheint in deinem Leben, der dich deine Kreativität fördert. Es wird eine Fähigkeit in dir aktiviert, mit der du neues formen und gestalten kannst. Es kann aber auch sein, dass diese Begegnung auf transzendenter Ebene stattfindet. Dann bekommst du etwas in deine Hände gelegt, was dir helfen wird, dein Leben konkret zu wandeln und zu verändern. Rufe den Künstler in dein Leben, er ist da. So wirst du deine Kreativität entfalten auf allen Ebenen. Also es geht hier darum, dass er heute etwas Neues formen und gestalten möchte, vielleicht auch auf beruflicher Ebene oder auf privater Ebene. Und es wird ihm jemand unterstützen. Entweder ein Mann ist in seinem Leben, der ihm gute Tipps da gibt, oder der bekommt das auch auf transzendente Ebene. Aber er wird etwas in seine Hände gelegt bekommen, was ihm helfen wird, also sein Leben zu verändern. Oder denkt er darüber nach, wie kann ich jetzt was zum Positiven, zum Besseren verändern, auf allen Ebenen. Das ist doch schon mal durchaus positiv. Jetzt schauen wir einfach, was die Drachen für ihn sagen. Ja, sind aber auch hier zwei Karten gekommen. Also, die erste Karte ist das Jetzt. Ich lebe im Jetzt und ich erschaffe mir meine Realität bewusst jeden Tag von Neuem. Also es ist wichtig, dass wir im Jetzt leben, weil wir dann die meiste Energie
da haben, also wenn wir in der Vergangenheit zu sehr verweilen oder in der Zukunft, dann sind wir ja nicht ganz im Jetzt. Und das ist so eine kraftvolle Aussage. Wann machst du das denn jetzt? Ja, und dein Seelenpartner macht das auch genauso, dass er dann halt seinen Fokus jetzt auf jetzt richtet, ja. Und sein Selbstwert spielt hier noch einmal eine Rolle. Ich bin es mir wert, mir überall in meinem Leben das Beste zuzugestehen. Und das ist schon eine sehr positive Entwicklung, wenn er so sich heute fühlen kann, dass er sagt, ich bin es mir wert, dass mir das Beste also geschieht und dass ich das Beste nur verdiene. Das ist schon eine sehr schöne Entwicklung für ihn. Ja, weil oft hat man auch Zweifel, ja, habe ich das denn auch verdient? Und jetzt wirst du nicht begeistert sein. Finanzen und Karriere spielen bei ihm eine große Rolle. Also die Finanzen, dieser Materialismus ohnehin. Also finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Also es kann sein, dass er finanzielle Probleme hat, aber wenn er auch keine Probleme hat, also für ihn ist das Geld und die Karriere oder das Ansehen wichtig, also wie, was die anderen von ihm denken, wie der auf andere Menschen wirkt, also seine Autorität würde ich hier auch noch sagen, also alles, was mit diesen Karriere und Finanzen zu tun hat, ja. Und da kommen die Kinder auch, also Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben, entweder seine Kinder, dass die einen Einfluss auf das Liebesleben haben, deine Kinder, und wenn ihr beide keins habt oder eure Kinder schon groß sind, dennoch sind das neue Projekte vielleicht oder seine Arbeit, würde ich sagen, also irgendwas von ihm, neue Projekt zum Beispiel, hat ja auch Auswirkungen auf sein Liebesleben. Gut, also bei mir ist es so, ich habe, natürlich habe ich Kinder, aber hier diese Firma Reka ist für mich auch mein Baby. Also so gesehen würde ich das auch sagen, ja, seine Projekte, sein Geschäft, fühl einfach seine Arbeit, fühl einfach hinein, mit was du hier in Resonanz gehen kannst. Also etwas mit den Kindern spielt hier bei ihm heute auch eine Rolle. Das wirkt sich dann auch auf das Liebesleben aus zwischen euch, ja. Hat ja einen Einfluss, aber nur heute, weil wir auch eine Tagestendenz jetzt hier haben. Ja, und hier kamen ja drei Chancen. Dann kommt die Freiheit, drei Kartenchancen. Kommt die Karte Freiheit. Finde die Brücke zwischen Nähe und Distanz. Also es geht hier darum, viele unter euch haben keinen Kontakt zu dem Seelenpartner. Und für ihn ist es heute eine Brücke zu bauen oder eine Brücke zu finden zwischen Nähe und Distanz, dass er dir in gewisser Weise näher kommt und dennoch so auf Abstand bleibt. Also wenn er diesen Abstand braucht, viele brauchen diesen Abstand, wenn es ihnen diese Gefühle zu viel werden, distanzieren die sich. Also von da aus, schau einfach, wie du hier mit in Resonanz gehst, was du meinst, was dein Seelenpartner jetzt hier meint. Also die Brücke zwischen Nähe und Distanz. Und hier die Chance, also wird heute die Chance bekommen, alte Verhaltensweise streben nach Veränderung, dass er etwas loslässt. Also eine Chance bekommen, dass er etwas verändert. Also er kann ja gerne etwas verändern und was transformieren. Auch wenn wir jetzt keinen Vollmond hatten, wir hatten ja den Neumond, denn auch hier die Schmetterlinge zeigen auch, dass da so einiges hier umwandelt wird bei ihm. Und es kann auch sein, es waren einige hier bei dem Mondritual dabei, dass sich das auch auswirkt, jetzt auf deinen Seelenpartner, weil... Also ich habe auch Energiearbeit gestern Abend noch hier gemacht, natürlich auch für den Seelenpartner mit. So, und er kommt hier wieder heute irgendwie in der Versuchung. Also er kommt in der Versuchung, du begegnest dem Reiz zu
der Verführung. Du begegnest dem Reiz der Verführung. Also es geht darum, kommt irgendwie so ein Gefühl, dass er nicht widerstehen kann, dass er das unbedingt ja, machen will oder ja, das Gefühl hat, Mensch, ich muss da was sagen, ich muss mich melden. Solche Sachen, wo der einfach nicht widerstehen kann, ja. Das ist jetzt so, wie wenn man zum Beispiel am Abnehmen ist und man kann dann keinen Süßigkeit widerstehen, so in etwa. Also, dass da irgendwie eine innere Stimme sagt, komm, ich mache jetzt was, ich sag jetzt was, so in diese Richtung, bei deinem Seelenpartner, ja. So, und hier kamen auch zwei Karten. Und es kommt die Karte Ja bei deinem Seelenpartner, wofür das auch jetzt ist. Ja, also da ist hier, wenn ich diese Karte immer anschaue, da ist die Sonne, da ist die Erde. Also ist für mich auch immer das Männliche und das Weibliche miteinander verbinden. Den Himmel mit der Erde zu verbinden und die Karte Ja, also das ist durchaus positiv, ja. Und frage deinen Engel, also es geht auch hier darum, wirklich ja, die Engel auch mit ins Boot zu holen, in der Meditation zu gehen, sich mit dem Geistführer zu verbinden, also seinen eigenen Engel zu fragen, also nicht mehrere Engel, deinen Engel, frage deine Engel. Also es geht darum, dass er sich wirklich verbindet und mal ja, einfach mit seinem Seelenführer kommuniziert, wie geht es hier weiter heute, ja? Vielleicht macht er das auch. So, und hier kamen auch drei Karten. So, die Liebe hält durch, die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist volle Hoffnung und jede Situation gewachsen. So, und schätze diesen Augenblick, jede Situation birgt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Also, bei ihm geht es darum, heute die kleinen Augenblicke zu schätzen, die Situationen zu schätzen. Also so, und erkennen, dass es eine Chance ist, zu wachsen und wirklich diese Liebe auch zu leben, diese Liebe zu finden. Also, dass das in den Leben zu ziehen und zu erblühen zu lassen. Also auf jeden Fall erkennt, auch wenn noch so ein kleines, wenn das noch so ein kleines Funken ist, erkennt ihr das als Wachstum jetzt in eurer Verbindung. Und Ruhe und Erholung sind entscheidend. Wir müssen alle unbedingt einmal eine Pause machen. Was sagt denn diese Karte? Dieser Prozess schlaucht deinem Gegenüber mehr, als du denkst. Das schlaucht dem mehr, als du denkst, weil die das so in dem Form nicht kennen. Ein Gefühlsklärer, ja, kennt das so in dem Sinne nicht. Und das sind wirklich so tiefgreifende Prozesse, was bei denen stattfindet. Also aus dem Verstand ins Herz zu gehen, das ist schon gigantisch, wirklich, wenn man auch gar nicht so, von Typ her gar nicht so ist und es passiert was mit einem und er weiß auch gar nicht, was ihm geschieht und wie das passiert, dass er dich überhaupt nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und das schlaucht ihm. Und all diese Themen, die du ihm spiegelst, die in ihm hochgespült werden, auch wenn der jetzt auch in sich in seinem Wachstum befindet, aber der muss sich auch zurückziehen. Darum auch diese Rückzüge. Und der ist, also ich habe das Gefühl, der ist schon ganz schön geschlaucht. Weil der denkt, permanent denkt er an dich und egal wie und was, und der sagt so ein Spinnerei, also kämpft ja, also mit dem Gefühl kämpft der teilweise Gefühl Kopf und Herz, ja, also da findet ein innerer Kampf auch bei dem teilweise statt. Und schau mal hier, die Spiritualität, die Religion und Gott und Universum, also er ist in diesem spirituellen Wachstum. Er ist sich hier am Weiterentwickeln.
Ja, ist es ja auch, wenn er sein Bewusstsein öffnet und wenn er sein Herz öffnet und das auch anerkennt, dass es auch eine besondere Verbindung ist, dass es auch eine Seelenpartnerverbindung ist, also was völlig anderes, was erkennt, dass es so eine göttliche Verbindung ist, ja, und dann zeigt sich auch hier das Universum. Also heute wird der Universum auch in gewisser Weise eingreifen und wird so kleine, aber bestimmte Dinge in deine Richtung lenken, weil, also, ihr seid euch nicht von ungefähr begegnet, also das hat einen höheren Sinn, diese bedingungslose Liebe zu leben und damit wirklich die Schwingung hier, die Schwingung der Erde und überhaupt diese Schwingung hier zu erhöhen, also Liebe ohne Werten, unbewerten, also ihn annehmen. Jetzt schauen wir nochmal, welche Karten noch da sind, welche Engel ihn begleitet. Und dann kommt Engel für Optimismus und Schönheit. Ich erkenne die positiven Seiten in meinem Leben. Also er kommt immer mehr heute ins Optimismus und die positiven Seiten im Leben erkennt er. Also der ist auch in diesem Prozess natürlich gewachsen. Und wenn ich jetzt diese Zahl hier anschaue, womit kann ich dir das wieder zeigen? Hier diese 7. 7 steht auch für die Anspruch. Ja, Anspruch an sich selber, also der hat sich auch schon entwickelt. Und natürlich die Schönheit, er kennt ja auch deine Schönheit, ja. Und welcher Engel ist noch an seiner Seite? Engel für Allliebe. Ich entwickle mich von der bedingungslosen zur allumfassenden Liebe weiter. Und das ist einfach toll. Ja, und hier auch die Zahl 37, ja, ist unglaublich. Also und hier die Zahl 3 steht auch für Harmonie und für Wir. Also 1 steht für Ich, 2 steht für Du, 3 steht für Wir und hier der Anspruch der 7. Also woher ich die Bedeutung der Zahlen habe, das habe ich von meiner Lehrerin, von meiner spirituellen Lehrerin, wo ich meine Ausbildungen in Medialität mache und die ist auch unglaublich hochschwingend, die ist so ein lieber Mensch und ja, also ich habe da keine Worte und da habe ich so viel mit auf meinen Weg bekommen und da bin ich so, so dankbar dafür. So, und ich habe hier noch eine besondere Karte gezogen heute. Hier diese Herzkarten, wie heißen die? Moment. Hier, die heißen Lichtengel-Herzkarten und die habe ich einfach dabei und ich fand die schön und habe die halt jetzt hier gezogen. Also es geht hier bei deinem Seelenpartner um Erinnerungen. Die Boten der Göttin öffnen für dich das Tor der Erinnerung und rufen dich ins Gedächtnis, dass du hier auf der Erde eine Aufgabe hast. Also es wird ihm heute bewusst, dass er wirklich eine Aufgabe hier auf die Erde hat. Und Amos Botschaft sagt ja hier, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Und das ist auch hier, also dieses Feuer der Liebe und diese enge, innige Verbundenheit ist ja auch wieder unglaublich. Jetzt schauen wir einfach, wie es hier weitergeht. Der Orakel wird schon wieder mega lang. Ich sehe aber, es hat alles seine Berechtigung. Also Seelenliebe bei ihm. Dein Wunschpartner und du, eure Seelen sind schon sehr, sehr lange miteinander verbunden. Ob ihr jedoch in diesem irdischen Leben, in dieser Reinkarnation zusammenfindet, steht noch in den Sternen. Eure Geschichte ist noch nicht geschrieben, denn zwischen euch gibt es viele Geheimnisse und unausgesprochene Dinge zu klären. Ihr beide müsst bereit sein, eure Vergangenheit hinter euch zu lassen und diese Aufgabe erfordert Geduld, Mut, Zeit und Raum. Natürlich ist eure Geschichte geschrieben, aber ihr wisst das ja nicht. Also ich hatte gestern eine Klientin hier, wir haben mit dem Timeline auch gearbeitet und wir haben in der Zukunft geschaut und es kamen ganz, ganz deutliche Botschaften. Ja, sie war dann auch, ja, wird das denn auch so sein? Ja, ich sag, wenn dieses Gefühl, wenn deine Seele, wenn dein Unterbewusstsein dir diese Antworten gibt,
dann wird das auch so sein. Also man soll sich da jetzt nicht so in Datum so extrem verharren, aber es wird eine Zusammenkunft, also wenn das jetzt nicht 100% so verläuft, wie man das haben möchte, ja, aber auf jeden Fall wird eine Zusammenkommen stattfinden. So, und was ist blockiert bei deinem Seelenpartner, die Kronenchakra heute? Also Gefängnis der Sehnsucht, dein Wunschpartner hat extrem große Sehnsucht nach dir, von er paradoxerweise lieber davonrennt, anstatt auf dich zuzugehen. Er sehnt sich nach eurer tiefen Seelenverbindung, derer er sich durchaus bewusst ist. Es fällt ihm zunehmend schwer, seine Rückzüge selber zu verzeihen, weil er eigentlich genau wie du keinen Sinn darin erkennt, solange er aber spürt, dass du ihm seine Eskapaden sowieso immer wieder verzeihst, bleibt in seinem sicheren Hafen der Distanz, heißt. Erst wenn du nicht mehr greifbar bist, erreichbar bist für ihn und dich energetisch von ihm entfernst, wird er sich aus seinem Gefängnis der Sehnsucht befreien, nicht vorher. Also dann kennst du die Antwort. So ein wenig sich zurückziehen, ein bisschen unnahbar sein, dann kommt er auf dich zu. So, und bei dir, du bist die Heilerin, erwecke dein Herz, ich heile dein Herz und ich befähige dich zu bedingungsloser Liebe. Und das ist schön, also du kommst ja in deine bedingungslose Liebe und das ist der Sinn des Prozesses, dass ihr beide in diese bedingungslose Liebe kommt. Das ist der Weg, deswegen, er macht ja auch ganz, ganz manchmal Sachen, wo du sagst, er ärgert mich, ja. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Der holt ja bestimmte Gefühle, bestimmte Emotionen in dir hoch, ja. So, und bei dir jetzt, eine Frau erscheint mit bedingungsloser Liebe in deinem Leben. Ihre Liebe fordert nichts. Also du kannst auch gerne umdenken, ja. Ihre Liebe strahlt aus und berührt dein Herz. Oder eine Energie aus spiritueller Ebene erscheint wie ein heilender Engel in dein Leben, in deinen Träumen. Es wird etwas Wunderbares um dich spürbar, das du wahrscheinlich nicht zuordnen kannst. Also etwas Schönes heute, etwas Wunderbares, was du nicht zuordnen kannst. Dein Herz hat Verletzungen erfahren und verlangt nach Heilung. Diese Begegnung hat dir der Himmel geschickt. Also du hast das Gefühl, ich bin so dankbar. Dein Herz soll heilen, die Heilung der Liebe soll in dir stattfinden, damit die geheilte Liebe von dir wieder ausstrahlen kann. Also du bist auch natürlich verletzt worden und dann muss auch halt dein Herz heilen, damit auch wieder lieben kann. Und viele verschließen dann auch das Herz durch diese Verletzungen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, dass wir das Herz verschließen, sondern dass wir das Herz offen halten und trotzdem diese Liebe spüren, ja. So, und hier kamen auch zwei Karten. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Schau einfach, wie du hier mit in Resonanz gehen kannst. Vielleicht sendest du ihm ein Bildchen einfach. Ein Bildchen, ich denke an dich. Bleibe aufgeschlossen. Also es geht hier darum, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Dennoch bleibe hier aufgeschlossen. Also für dich. So, die nächste Karte. Die Engel sagen ja, in nahe Zukunft wird hier weitergehen mit euch. In nahe Zukunft. So, und dann, was sagen die Drachen? Also du erfährst heute Heilung auf jeden Fall. Alle meine Zellen, mein Körper, meine Seele und mein Geist sind gesund und heil. Und das ist schon durchaus gut. Also viele, wie gesagt, auch hier an Energieheilung teilgenommen. Das spielt auch eine Rolle. Und hier kamen vier Karten. So, und die habe ich nicht sortiert, die kamen so raus, also Liebe, die Liebe verleiht deinem Leben Flügel, dieses Gefühl der Liebe, sei dafür dankbar, sei nicht traurig, dass du diesen Seelenpartnerschaft bekommen hast,
auch wenn das nicht jetzt so ist, wie du dir das erhofft hast zurzeit noch, weil du diese tiefe Liebe spüren durftest oder spüren darfst. Und das bekommt nicht jeder, ja? Und für dich spielt heute hier das Thema Partnerwahl statt. Also deine Kriterien bestimmen den Kurs. Was du willst, ja, das bestimmt den Kurs. Also das bedeutet, entweder ist da noch jemand, der dir den Hof macht oder irgendwie schöne Komplimente macht oder Interesse hat, oder ist noch ein Ex-Partner da oder ist noch jemand da in deinem Leben, der noch eine wesentliche Rolle spielt. Und deine Kriterien bestimmen den Kurs, was für dich gut ist. Also du wählst ja im Grunde, ja. Und hier kommt die Karte Lust. Erotik und Sexualität sind beglückend und schenken Ekstase. Also heute spielt auch die Erotik hier eine Rolle. Also bei dir spielt die Erotik heute eine Rolle. Und du wächst auch daran, kommst in deine Meisterschaft. Ein Schlüssel zur Liebe ist die Selbstliebe. Also wenn du dich toll findest heute, wenn du dich erotisch findest, anziehend findest, eine tolle Ausstrahlung, wenn du dich so als Person einfach toll findest, als Mensch deinen Körper toll findest, dann wirst du daran wachsen. Dann kommst du ja auch in deine Meisterschaft, in deine Selbstliebe, ja, in deine Selbstliebe. Dann weißt du auch, dass nur das Beste für dich gut ist, auch bei dem Partner, weil deine Kriterien nur das Beste, der alles für dich, also macht, wie soll ich das sagen? Ja, du wirst das spüren. Ich verdiene nur das Beste, ja. Und auch dann kommt auch die Lust und die Liebe, weil du das dann auch so ausstrahlst und auch in dein Leben ziehst. Jetzt schauen wir nochmal, was die Seelenpartner-Orakel sagen. Und hier kommen zwei Karten. Ja, bitte um Hilfe. Ach, drei sogar, schau mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, bitte um Hilfe. Also es geht dabei, benötigst du wirklich Hilfe? Ja, geh in eine Meditation, verbinde dich mit deinen Engeln, bitte um Hilfe, um Geistwesen oder Naturwesen, was auch immer. Schau mal diese Karte an. Bitte einfach um Hilfe. Und Liebe vermag alles. Also egal wie und was jetzt also bei euch in diesem Prozess stattgefunden hat, die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Also, dass du trotzdem in dieses Gefühl der Liebe auch bleibst, nach wie vor. Und dadurch werden Wunder und Segen in dein Leben kommen. In allem liegt dein Geschenk und auch in diesen Seelenpartnerschaft liegt dein Geschenk. Ich sagte schon vorher, natürlich sei dankbar dafür, dass du so tief fühlen durftest oder fühlen darfst. Das ist ein Geschenk. Und überhaupt diese tiefe Liebe kennenlernen durftest, diese spüren durftest und immer in diese Dankbarkeit gehen. Und die Dankbarkeit ist eine sehr, sehr mächtige Kraft. Also nach der Liebe ist die zweite Kraft, also die Dankbarkeit, wo du mit manifestieren kannst, wo du Dinge in dein Leben ziehen kannst. Hier kamen drei Karten. Also die Liebe, dein Herz ist voll in Liebe, wunderbar. Und hier, du hast auch Sommergefühle, wenn du an deinen Partner denkst. Also total die Freude, die Leichtigkeit, die Sommergefühle, das Glück. Und das spielt eine Rolle bei deinem nächsten Schritt, wenn du in dieser Energie bist, ja. Dass du dann auch immer wieder in kleinen Schritten vielleicht auf deinen Seelenpartner doch zugehst und diese Verbindung nicht einfach, fallen lässt. Also ich sag jetzt, man kann sich ja zurückziehen, dennoch hast du die Möglichkeit, immer wieder auf deinen Seelenpartner zuzugehen. Und heute kommt der Engel der Gnade. Ich erfahre Gnade in meinem Leben. Es wird dir etwas erlassen, was du auch früher getan hast vielleicht und das nicht so toll war, du nicht ein guter Mensch warst mit deinem Seelenpartner in Verbindung, wird dir heute etwas erlassen. So von der Karma, ja, Gnade. Und Engel für Konsequenz und Ordnung, also es wird eine kosmische Ordnung hier in diesem Prozess bei dir heute stattfinden. Und auch diese Zahl 22 ist die Zahl der Seelenpartnerschaft.
So, und was sagen nochmal die nächsten Karten? Da kommt für dich der Tanz. Vergiss nicht, dass das Leben ein Tanz im Tempel der Göttin sein kann. Nicht um das goldene Kalb, sondern im Fluss der lebendigen Liebe. Jetzt lass es nochmal auf der Zunge zergehen. Vergiss nicht, dass das Leben ein Tanz im Tempel der Göttin sein kann. Nicht um das goldene Kalb, sondern im Fluss der lebendigen Liebe. Und das ist eine tolle Botschaft, ja? So, und du willst etwas auf Biegen und Brechen erzwingen? Lass den Dingen Zeit. Auch wenn ihr das nicht gerne hört, das wird eine Zeit mit dem Seelenpartner dauern. Ihr durchläuft diesen Prozess einfach. Und dieser Prozess ist so, wenn ihr euch kennenlernt, dass der eine es spürt, dass das doch eine besondere Beziehung ist, dann genießt man auch diese Verbundenheit, vielleicht kommt man auch zusammen, begegnet man sich, dann spiegelt man sich Themen. Ja, alles schön und gut, bis der eine Seelenpartner sich dann zurückzieht. Dann kommt dieser unendliche Schmerz, was man empfindet, dieser Schmerz, warum geht er dann? Damit du dich natürlich auf deinen Weg weiterentwickelst. Und irgendwann nach diesem Schmerz kommt diese Akzeptanz, weil du es anders gar nicht ändern kannst, dann ist das so. Dann akzeptierst du das und beginnst du dein Leben zu leben, kommst du mehr in die Selbstliebe, kommst du mehr bei dir an. Ja, und dann kommt eine Stufe, wo dann nochmal eine kleine Begegnung gibt, wo der eine Seelenpaar dir einen Impuls gibt, ja, und dir hilft mit deiner Aufgabe vielleicht ein bisschen. Und dann geht er wieder. Und erst danach, wenn du all deine Themen bearbeitet hast, kommt zur Vereinigung. Wenn das zu einer Vereinigung kommt und da noch bestimmte Themen nicht bearbeitet sind, wirklich, wenn du nicht in deine bedingungslose Liebe auch bist und immer noch forderst oder bestimmte Themen dich antriggern und noch Schmerz empfindest und du fühlst dich noch verletzt, dann kommt es zu erneutem Trennung und beginnt das ganze Spektakel von vorne, wieder mit dem Schmerz, wieder mit der Akzeptanz. Also deswegen nimm dir diesen Prozess an. Also ich hatte eine Anfrage, ob ich eine Klientin von diesem Seelenpartner befreien könnte. Das geht nicht. Du wirst ihn nicht mehr los. Das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Also nimm es an und arbeite an deinen Themen. So, wie geht es weiter für dich? Also du wünschst dir hier ein klärendes Gespräch. Deine Aufgabe ist es, mit deinem Wunschpartner so schnell wie möglich eine Aussprache zu suchen. Womöglich habt ihr euch gestritten, es gab Missverständnisse und es wurden Dinge gesagt, die einem jetzt leid tun. Eventuell bist du selbst noch vergeben und dein Herzensmann kann dir deine Entscheidungslosigkeit nicht verzeihen oder andersherum nervt es dich, dass er wiederum keine Farbe bekennt und nicht klar sagt, was Sache ist, sprecht euch aus. Also, was ist bei ihm verschlossen? Die Herzchakra, das verschlossene Herz. Dein Wunschpartner weiß, dass es zwischen euch eine ganz besondere spirituelle Verbindung ist. Allerdings kann er sich diesen einzigartigen Beziehung noch nicht öffnen und ihr beide auf unterschiedliche Schwingungslevel seid verlieren, möchte er dich aber auf keinen Umständen und versucht deshalb womöglich alles, dass du auf gar keinen Fall komplett aus seinem Leben verschwindest. Er wird immer wieder freundschaftlich auf dich zukommen und den Kontakt nicht abbrechen lassen. Vielleicht bittet er dich auch immer wieder darum, ihm noch mehr Zeit zu geben. Diese solltest du ihm gewähren und stets im Positivdenken bleiben. Also auch bei dir. Du weißt, dass es halt diese Seelenpartnerschaft eine besondere Beziehung ist, eine besondere Verbindung. Du weißt auch, dass dein Seelenpartner sich noch nicht so entwickelt hat wie du. Meistens sind die Seelenpartner dann hängen noch hinterher. Und du weißt auch, dass du mit deiner Entwicklung ihn triggern kannst. Mach dein Ding, komm in deine Mitte in deinem Leben. Also ich denke, du hast ja auch schon an dir viel gearbeitet, dass du in deine Kraft kommst. Dennoch bricht diesen Kontakt nicht ab. Er wird
heranwachsen, er wird sich entwickeln und auch aus seinem Denken ins Gefühl kommen und sollst du auch positiv bleiben. Das ist jetzt die Botschaft für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich sehr. Also die Woche werde ich noch ein Video machen. Ich kann es nicht versprechen, wann und wie. Also ich habe jetzt auch noch 2 Reiki-Ausbildungen, die nicht an denselben Tagen stattfinden. Also morgen, übermorgen eine und Samstag, Sonntag eine. Also ich muss jetzt schauen, wie ich das mit den Videos schaffe. Und ab nächste Woche mache ich 14 Tage Pause. Also ich versuche dann ein großes Video für euch zu machen. Also ich brauche ein bisschen Auszeit. Wir haben hier Ferien in NRW und möchte gerne die Zeit mit meinem Kind und meinem Mann, also mit der Familie, einfach verbringen. Und brauche auch diese Auszeit, um neue Kraft hier zu haben für euch. Und deswegen gibt es auch ab Sonntag keine Angebote mehr, keine Wochenangebote. Also bis Sonntag kannst du mich gerne anschreiben, wenn du etwas noch von mir möchtest. Ich versuche für dich noch einen Termin zu finden. So, ich komme zu Ende. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.